So, weiter geht's mit einer neuen Runde von Minds of Magic. Also letzte Runde lief ja jetzt nicht so super. Das glaube ich, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Also wir müssen auf alle Fälle irgendwie mit Ork starten. Ich glaube, wir starten auch irgendwie so, ich weiß nicht. Also ich überlege gerade halt, wenn wir weiter hinten hätten, dann kann der Tower früher supporten. Ich glaube, wir starten einfach mal da irgendwie so. Ich glaube, das kann man so sinnvollste. Okay, ach fuck, ich hätte glaube ich erst upgraden sollen, oder? Was ist das für ein Zeug? Keine Ahnung. Was gibt das? Ach, Metall, okay. Es gibt Essen, ja. Ja, am besten einfach mal alles irgendwie da abbauen. Ich glaube, das macht erst am meisten Sinn. Okay, Also, Go-Button gibt's nicht. Aber wisst ihr, was mir so ein bisschen auffällt? Also, ich meine, das Spiel schaut natürlich super aus und so, aber so die Unity-Games, die haben irgendwie... Ich kann es gar nicht so genau beschreiben, warum oder wieso oder weshalb oder was es wirklich liegt, aber die wirken irgendwie nie so wirklich scharf. Also, sie sind scharf, aber halt nie so richtig scharf. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber... Ja, es ist ein bisschen blöd zu beschreiben, glaube ich. Oder blöd zu umschreiben, hast du gesagt. Aber irgendwie, die wirken halt immer so ein bisschen unscharf irgendwie. Aber keine Ahnung. Also, das wirkt halt irgendwie so auf mich irgendwie. Also nicht direkt unscharf. Unscharf ist auch ein bisschen das falsche Wort, aber also die Shader sind irgendwie so ganz komisch irgendwie so. Also bei Unreal hast du halt irgendwie so einen hyperrealistischen Shader. Und bei Unity ist es immer irgendwie so. Ich weiß nicht, so ist es. Es ist ganz komisch irgendwie. Ich kann es nicht wirklich beschreiben. Beziehungsweise ich habe jetzt nicht die richtigen Worte dafür irgendwie. Okay, fuck. Wir haben Geldprobleme. Das Ding ist, wir müssen ja erstmal ein paar Sachen hier aufbauen. Oh Gott. Wo ist unser. Nee, das macht keinen Sinn. Drillbeam. Ach, genau da. Das habe ich jetzt von einem Freund gehört. Lol, damit kann man die Sachen freilegen. Jetzt ergibt das Ganze schon mehr Sinn. Genau, also Food brauchen wir auf alle Fälle. Okay, also das heißt, du musst diese Trillbeams nutzen, um Sachen freizulegen, nicht um Mobs zu killen. Oh, fuck. Vielleicht auch schon. So funktioniert das Ganze also. Ja gut, aber das muss man auch erstmal wissen irgendwie. Das ist halt schon... Das ist gar nicht jetzt mal so selbsterklärend. Was kostet denn das denn da? Bräuchte mal... Oh Gott. Ich glaube, den Tower zu upgraden ist auch relativ sinnvoll. Mhm, okay. Die brauchen mehr Emeralds. Noch nicht upgraden. Shit. Die brauchen aber kein Essen, das heißt, wir upgraden erst mit damit. Ach so, die hätten Essen gebraucht. Scheiße. Ja, okay, dann. Dann muss es einfach so sein. Ja, es ist echt ein bisschen dumm, was wir gerade machen. Da war gar nichts drin, okay. Es ist echt ein bisschen dumm, was wir gerade machen, aber. Ja, ich spiele gerade so ein bisschen aufs Endgame dann so. Hoffentlich, wenn ich das hier erreiche. Naja, gut. Mal schauen, wie das funktioniert. 65. Das upgraden wird. Ja, ich. Ich könnte gar nichts machen aktuell. Ja, wir sparen einfach ein bisschen Geld, das geht jetzt erstmal nicht anders. Es ist zwar komplett unpraktisch, oder blöd, gewissermaßen. Ach, kommt hier gar nichts drin, nice. Aber wir können gerade nicht viel anders machen, außer sparen. Na toll. Ich glaube, ich soll wirklich den Tower irgendwie mal schnell upgraden.
Aber noch geht's momentan. Da heilt sich ja fast dagegen. Das geht schon. Brauch auf alle Fälle einige Dicke. Und hinter den Dicken immer am besten Heiler oder so. Ich glaube, das wäre so das Sinnvollste. Problem ist halt, also die kosten halt. Ach, die Upgrades kosten halt super viel. Was braucht das? Braucht Essen? 8 Essen. Okay, das heißt, wir könnten trotzdem noch upgraden. Weil so schnell kriegen wir jetzt hier eh nichts. Das Ding, aber brauchen wir. Ne, brauchen wir nicht. Ja, komm, nochmal 20% mehr, passt. Genau, sonst machen wir erstmal nichts. Ein Strahl hier. Hier war noch was, was out of range. Den müssen wir noch wegmachen, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, aber unser Tower ist wirklich strong aktuell. Der ist richtig gut. Oh Gott, aber die sind auch stark. Nein, 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 nein. Hör auf. Okay, jetzt reicht es aber für das erste Upgrade, oder? Nein! Mann! Immer noch nicht. Uff. Das ist jetzt unangenehm. Ja, wir können da nichts machen. Oh, Scheiße. Ja, das wird ein Problem. Bitte mach nicht so viel Schaden. Oh Gott, er macht viel Schaden. Aber ich will nicht upgraden, sonst ist er im nächsten Runde im Arsch. Okay, also wir überleben es, aber das wird halt echt schon ein knappes Ding irgendwie. Uff. Okay. So, das war jetzt ganz, ganz wichtig. Oh. Das bringt doch dieses. Ja, genau, die. Okay, naja, gut, okay, das ist gut. Ja, Range ist schon mal sinnvoll. Oh, fuck, der Tower ist echt super low life. Okay, unser Fett da. Oh, unser Fett ist aber auch nicht so fett. Oh nein, der andere ist auch noch gar nicht down. Oh, fuck. Komm, du hast mehr Range, sei stark. Okay, er ist stark. Ja, ist ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. Ja, jetzt sparen wir einfach am besten auf die Troll, also auf die Support-Trolle da. Fehlt eigentlich nur noch an. Ja, Emeralds haben genug. Ja, Fire Raid, das können wir uns leisten. Hier? Nee. Was ist das? Eisen oder so? Okay. Es gibt irgendwelche Wölfe. Ja, das Problem ist halt, Mast ist auch eine Qualität. Das ist halt echt das größte Problem aktuell. So, unser Vetter, der macht halt nicht viel aus, ehrlich gesagt. Hm. Ich will jetzt auch nicht so viel ausgeben, weil sonst haben wir wieder nichts für die Trolle dann. Boah, das ganze Game ist echt super knapp bemessen irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Aber das ist schon. Das ist schon extrem knapp bemessen irgendwie. Mehr Fire Rate. Wie viel kostet denn das Erdroll? 5. Wir kriegen pro Runde 4,8. Oh Gott. Ja, sag die Runde, hat keine Ahnung, wie viel das muss genau haben. Oh nee, das ist nicht wieder so mega OP. Come on, really? Leute, Leben hat er mal einfach immer noch alle. Ja, ich glaube, das ist schon unser Ende, oder? Ich muss upgraden. Ich muss alles upgraden, was geht. Scheiße.
Ja, wir haben halt kaum eine Option, ehrlich gesagt. Das ist halt unser Problem. Was soll ich denn machen? Was kommt jetzt für Gladiatoren? What the fuck? Ja, come on. Ach, das gibt's doch nicht. Live 8. Ja, keine Chance, das war's mit uns. Hä? Das ist die Distraction? Die haben trotzdem weitergemacht einfach, als wäre nichts gewesen. Ja, wir müssen einfach auf Masse gehen. Ich glaube, wir haben jetzt gerade nicht wirklich eine andere Wahl irgendwie. Was soll man halt machen? Das ganze andere können wir uns aktuell wirklich schenken einfach. Tower upgraden und, naja, viel mehr geht halt aktuell nicht. Na toll. Na toll, na toll, na toll. Halt wirklich so Kampf der Giganten. Aber dass der halt auch wirklich erst mal den Kleinen fokust und dann erst den Großen, das ist auch ein bisschen kacke. Sonst wäre der halt viel mehr down, ist auch, schon viel mehr down. Ist das so? Ja, schmeißt einfach ganze Felsen auf meine Burg. Mann. Ja, ich glaube, die Runde wird nix. Aber ich weiß auch gerade nicht, was ich besser machen könnte. Keine Ahnung. Ich brauche noch mehr Gold, aber... Pff. Live 8. Okay, die sind low, glaube ich. Ja, die sind low. Nein, die sind nicht low. Hey, soll man vielleicht einfach nur in den Tower investieren? Der Tower ist also gerade gefühlt das Stärkste, was ich gerade irgendwie habe. 50% mehr Damage wird schon krass irgendwie. Oh, ich kann mir ein Ding leisten. Ja gut. Das klappt natürlich jetzt auch. Das hier, also Essen ist glaube ich so eines der wichtigsten Sachen momentan. 6 Essen pro Ding, naja, das ist schon ziemlich geil. Ich bräuchte einfach legit einen Heiler für meine Burg. Ach, die sterben schon wie Fliegen. Nein, nicht auf meinen Support. Mann. Okay, je länger das die fighten, desto besser halte ich meine Burg, aber trotzdem. Hey, ganz im Ernst. Das, was ich hier rausbekomme von der Burg, ist einfach so viel besser als von den Mobs hier. Was brauche ich denn hier? Das ist Geld. Okay, das ist ja Emeralds. Fire Raid. Ja komm, Fire Raid ist halt wichtig. Schön rein investieren das Ganze. Metall, keine Ahnung, was wir brauchen. Also die Schwierigkeit ist schon ein bisschen krass, ehrlich gesagt. Also ich mag es schon, wenn es ein bisschen schwierig ist, aber ich meine Level 2 halt schon wirklich am Hadern zu sein, ist halt schon ein bisschen too much irgendwie. Also so brauche ich es sonst auch nicht. Ja. Ja, aber das ist momentan, glaube ich, so wirklich der Weg, den wir gehen müssen. Metal Found. Was können wir machen? Die Kiste wird upgraden. Keine Ahnung, ob das aufgeht. Also vielleicht ist es halt wirklich dumm, was ich mache, aber... Oh, scheiße. Ja, toll. Toll. Was ist eine Walking Bomb?
Ja, okay. Ist was versperrt auf alle Fälle. Okay, jetzt kann ich vielleicht wieder ein bisschen sparen. Oh. Goblin. Ach, ich will doch sparen eigentlich. 10 Stück, 1,200. 5 Runden. Schmerzhaft, aber was willst du machen? Ich will eh nicht überleben, deswegen machen wir diese Walking Bomb jetzt mal. Ja. Mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die sterben wirklich, wie die fliegen. Was ist diese Walking Bomb? Ich frage mich, was das ist. Was die jetzt macht. Macht die irgendwas? Die macht einfach gar nichts. Toll. Cast its weakness, special juices. Oh, lol, das ist aber geil. Ich glaube, ich sollte in echte Händen investieren, irgendwie. Ich glaube, das ist es einfach da hinten. Lol, was? Nein! Nein, 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 nein. Das ist wohl nicht Teil vom Plan. Jetzt muss ich wieder upgraden, wie ein Dummer. Come on, ernsthaft? Ach, das ist doch dumm. Lass mich doch einmal irgendwie ein bisschen hochkommen da. Ah, ist doch kacke. Ja, das wird nichts. Das wird einfach nichts. Ja, frier mich halt einfach ein. Ist okay. Ey, ernsthaft? Was ist der Swamp? Toll. Super. Okay, sind um. Okay, nicht mehr langsam. Nice. Nein. Nicht sterben. Habe ich irgendwas? 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 Nein, nein. Oh! Überlebt. Also, das ist immer unwahrscheinlich, dass ich irgendwie noch weiter überlebe. Das ist wirklich so das große Problem irgendwie. Ich kann mir nichts leisten. Toll. Ja, es war's halt. Effektiv war's das halt. Heilst du mal? Ja, was will man halt machen? Ja, das war's. Das ist over. Boah, ist das schwierig. Das ist wirklich sauschwer. Gar kein. Hä, aber vor allem, was macht diese Bombe jetzt? Toll, einfach nichts. Holy shit, also irgendwas. Ich glaube, irgendwas mache ich schon falsch, oder? Also man kann irgendwas kaufen, aber ich kann mir noch nichts kaufen. Kostet alles zu viel irgendwie. Ja, ich meine, sowas hier wäre geil, aber habe ich halt nicht. Mann. Naja, okay. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.